So, moin moin. So, heute gibt es wieder ein kleines Update zum ETF-Sparplan. So, dann gehen wir mal hier drauf. Dann scrollen wir mal hoch das Ganze. So. Ja, das ist für Mai 2018 das Update. Ja, dann es wird auch nicht lange dauern. Das ist ein kleines Update. Da mal kurz, wo wir gerade stehen. Können wir uns das Ganze mal anschauen. So, und zwar, wo sind wir denn hier? Ja, der Sparplan habe ich ja bei der Comdirect deaktiviert. Deswegen ist der Status hier auch der gleiche wie im April. Ich markiere den mal. So, das sind die. Das ist die gleichen Wertpapiere, die gleiche Stückzahl, ist alles so geblieben wie im April. So, was hat sich dann getan? Das Ganze ist jetzt das neue Portfolio und das neue Portfolio habe ich jetzt mal bei der Consensbank angelegt, einfach um die beiden voneinander zu trennen, um später besser vergleichen zu können. So, und da haben wir auch die gleiche Summe natürlich investiert, wie auch schon bei der Comdirect. Ja, da hatten wir, ich meine, 7 Monate habe ich da gespart bei der Comdirect. So, jetzt würde ich das Ganze mal hier auch mal seine halbe Jahr oder 7 Monate, kommt drauf an, bei der Consensbank das Ganze mal ansparen. Da haben wir, wie ich schon im letzten Video erklärt habe, also wenn ihr das nicht wisst, warum ich das gemacht habe, da könnt ihr das vorherige Video anschauen, also vom April. Da beschreibe ich das oder den Grund, oder ihr könnt auch auf meinem Blog das nachlesen. So, und zwar haben wir da jetzt 2,4 diesen World von Vanguard, diese World Owl. Also die ganze Welt, das ist dieser wie von den MSCI Old Country. Ähnlich halt. Ich habe aber halt den von Vanguard genommen. Den. Ja, ich könnte den auch einmal kurz zeigen. Das ist hier vorne, da ist der. Ja, so. Ich kann es aber besser. So. Und dann auch noch den Berkshire mit 0,4 haben wir jetzt. Ja, hier ist das Screenshot nochmal. Ja, also da kann man jetzt nicht viel zu sagen, weil es natürlich der erste Monat wieder ist bei der Consorsbank. Aber wir können uns mal den Status mal anschauen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Und zwar, da gehen wir am besten zu der Comdirect und da sehen wir auch schon alles grün. Wir haben jetzt sind jetzt 6,3% oder knapp 6,4% im Plus. Was natürlich erstmal nicht so wichtig ist, einfach der Mai, der hat sich nochmal richtig angezogen. Und deswegen ist jetzt diese hohe Prozentzahl, 6,3%, 6,4%, liegen wir jetzt im Plus. Also alle ETFs, die ich habe, die sind im Plus. So, das Ganze ist jetzt bei der Consensbank die neuen Wertpapiere. Es sind ja nicht beide ETFs. Einer ist natürlich, das ist ja eine Aktie, also eine Holding, Berkshire von Warren Buffett. Das ist ja kein ETF, aber da sind so viele Firmen drin, die kannst du quasi auch fast als ETF schon bezeichnen. So, und den habe ich mal mitgenommen und einmal hier den FTSE World, ja, von Vanguard. So, da kann man noch nicht viel zu sagen. Hier bin ich jetzt knapp mit 4 Euro im Minus. Aber der wurde auch erst am 15. Das heißt also vor, was haben wir heute? Das ist der 19. Vor 4 Tagen oder vielleicht auch am 16. Gekauft, weiß ich nicht genau. Also irgendwas 15. oder 16. Ja gut, kann ich ja mal nachschauen. Der wurde am 15. wurde halt gekauft, genau. Und da liegen wir halt jetzt
weil der Mai natürlich jetzt angezogen hat, dann habe ich natürlich einen etwas höheren Preis gekriegt, als wenn ich ihn im April gekauft hätte. So, aber ist jetzt nicht schlimm. Ist ja der erste Monat wieder. So. Ja, dann gehen wir nochmal zum Sparplan zurück. Da sehen wir, das ist der Plus insgesamt. Bei der Comdirect haben wir 193 und bei der Consorsbank minus knappe 4 Euro. Ja, mehr kann man dazu auch jetzt nicht viel sagen. Also es ist der Mai, der war für den Einkauf schlecht, dass es natürlich jetzt teurer war. Für die Rendite, wenn man natürlich jetzt verkaufen würde, würde man jetzt bei knapp 200 Euro liegen. Ist das natürlich sehr gut, aber da wir natürlich langfristig denken, ist das, sagen wir mal, uninteressant. Aber es sieht immer natürlich sehr schön aus, wenn man hier schön im Plus ist. Wie man hier auch sehen kann, ist der MSCI World mit 60 Euro oder mit 6,7% im Plus. Und der Nasdaq, der ist mit 12% im Plus. Und der TecDAX, der deutsche Techno-Wert, der ist auch mit 13%. Also insgesamt bin ich mit 6,4% im Plus. Sieht alles sehr gut aus und es macht natürlich auch, ist natürlich auch viel interessanter oder Motivation natürlich ist höher, wenn es grün ist und nicht rot. Aber wenn es rot ist, dann kann man halt schön günstig einkaufen. So, also ich nehme beide. Ich nehme auch grün, auch mal rot. Ist beides in Ordnung. Ja, dann würde ich sagen, das kleine Update ist durch. Das schauen wir uns dann halt nächsten Monat im Juni das Depot von Consensbank nochmal an. Weil im Comdirect wird sich das natürlich nichts mehr ändern, außer natürlich die Schwankungen. Die werden halt noch zu sehen dann halt sein, aber wahrscheinlich nicht mehr so gravierend. Weil hier kein neues Geld mehr reinkommt. Das kommt jetzt bei der Consorsbank, ja. Ja, ansonsten würde ich in die nächsten Tage mein nächstes Video für den jeden Monat Dividende. Das kommt in den nächsten, also innerhalb diesen Monats hoffe ich noch raus, sobald alle Unternehmen mir die Dividende ausgezahlt haben. Dann kommt das Video auch online. Falls sich jemand dafür auch interessiert. Ja, ansonsten würde ich sagen, wenn es einen gefallen hat, Daumen hoch. Und wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter natürlich. Dann bin ich natürlich. Also Kritik einfach auch. Oder halt Fragen einfach in die Kommentare unten. Ich beantworte die direkt. Und wenn man natürlich auch etwas nachlesen möchte, kann man es auch auf meinem Blog das Ganze auch tun. In dem Sinne würde ich sagen. So, tschüss und dann halt bis zum nächsten Mal.